Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen... Ich habe Dean gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Baby. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Ober cool. Revelio. Badezimmer der Vertrauensschüler. Das Bad der Vertrauensschüler verfügt über eine Wanne in der Größe eines Swimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann, sowie über ein wunderschönes Wandgemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Ja, ich möchte hier die Sachen noch einsammeln. Einhornspringbrunnen. Der majestätische Einhornspringbrunnen verleiht dem Krankenflügel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Krankenflügel. Anwesende Helferin, Heilerin, Schwester Noreen Bailey. Patientenname auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Alter, auch geschwärzt, Notizen. Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt, auch wenn meiner Ansicht nach, auf Anweisung von Professor Black geschwärzt, wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Es grenzt einem Wunder, dass ich noch genug sehe, um die Notizen niederzuschreiben. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen unerhört, aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen. Und zwar nur, weil ein Reinblüter auf Anweisung von Professor Black geschwärzt, losgeflogen ist und auf geschwärzt, bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen. Geschwärzt. Unfassbar. Das sind viele Bilder. Ach, hier. Das ist es. Sehr schön. Uhrenturm. Komm, Trinko. Nicht mehr viele, ne? Und dann haben wir sie. Gott, ich glaube, ich habe alle. Alohomora. Halli, hallo. Alohomora. Ist das draußen irgendwo? Ist das alles für Halloween? Wie cool ist das denn? Da ist es.
wie cool das ist. Ich kann nicht mehr. Wie cool das ist. Alles für Halloween geschmückt. So, zur Haustruhe. Dann gehen wir mal wieder dorthin und machen die Aufgabe fertig. Meine Tante hat Trankrezepte, die von Sigmund Bach höchstpersönlich stammen sollen. Was? Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Sie sagt, es seien diejenigen, die es nicht ins Zaubertrankbuch geschafft haben. Sicher mächtige Zaubersprüche für die Haut. Die Herausforderung mit daedalischen Schlüsseln läuft gut. Hör auf! Das ist die letzte Hausmarke. Mal sehen, was drin ist. Das ist Standard. Wer läuft schon mit Muskelbeeren herum? Zaubertränke war neulich schrecklich. Jemand hat in mein Zaubertragbuch gekritzelt. Die Ränder und es war ein Exemplar aus der Bibliothek. Scribner wird mir dafür die Hölle heißen. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Sprich mit Nelly. Dann spreche ich mal mit ihr. Ein Hausumhang für den gerissenen und ehrgeizigen Slytherin. Okay. Ja, dann. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Ich habe alle. Hallo, Nelly. Ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. Heilige, ich möchte Sebastian wiedersehen. Oh my goodness. Okay, Moment. Ich gehe mal kurz in den Raum der Wünsche. Da mache ich Gedöns und dann gehen wir zu Sebastian. Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ja! Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Kommen Sie mit. Eigentlich wollte ich, Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Dick, wenn Sie bereit sind. Ja. Dankeschön. Okay, Dick, ich bin bereit. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Dick liebt Ausflüge. Dann können wir nämlich Tierwesen einschnappen, wenn wir auf dem Weg zu Sebastian sind. Das ist doch eine gute Idee.
Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Wir sind da. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten, besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Mit dem Schnappsack werden magische Tierwesen gerettet. Stell dich nicht so an. Ja, ich habe einen. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Revelio. Okay. Das sind Luftballons. Yeah. So. Jobberknoll. Jobberknoll. Jobber. Jobber, Jobber. Hallo, Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Was, wenn ich keine Tierwesen finde? Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Irgendwelche Tipps, was das Retten Hast angeht? Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Deeks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Deke. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und... Mehr will Deke nicht sagen. Aber Deke ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Dann rette ich mal ein Jobberknoll. Viel Glück! Deke wird hier warten. Lebensräume der Tierwesen können an verschiedenen Orten in der Welt gefunden werden. Wo immer es einen solchen Lebensraum gibt, kannst du sicher sein, magische Tierwesen in der Nähe zu finden. Levioso. Schon, ich will doch nur helfen.
Crazy. Hallöchen. Ich habe einen Jobberknoll. Deke hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deke weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deke trifft sie dort. Wieder mal auf Abenteuertour? Na klaro. So, hello. Hallo, Deke. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie bist du in Hogwarts gelandet? Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Deeks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Deke hat es am besten getroffen, da Deke nach Hogwarts kam. Deeks Freunde hatten nicht so viel Glück. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deke wartet auf ihre Rückkehr. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du die Karte öffnest. Ja. I know. Thank you, sir. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Retten. Wir fangen sie einfach aus der Wildnis ein. Also ich weiß ja nicht. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Sogar zwei. Heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Ich bin bereit. Ach so, und dann haben wir die in dem anderen Raum. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten sie gedacht? Nanu? Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Deke nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Oh, wow. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Deke? Meine Kamera ist auch unglaublich. Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Wähle einen Knuddelmuff, ein Jobber. Okay. Oh.
Yeah. Deke glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Deke auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Deke ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Beschwören. Bleib stehen. Hier kommt dein Essen. Es sieht so witzig aus. Verliebt. Ah, ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Das ist toll. Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert, der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deine Ausrüstung-Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Tierwesen können in Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlager gesammelt werden. Heilige Makrele, okay. Schön. Das sollte ich dir zeigen. Ach, da bist du. Ich sammle das mal hier ein. Deke, ich habe den Webstuhl benutzt. Deke, ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten.
Aber jetzt rät Deke ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Funktioniert der Webstuhl bei allen Kleidungsstücken? Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Deke nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Deke weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Danke. Danke für deine Hilfe, Deke. Oh mein Gott. Yes. Here I am. Also, hier ist irgendwo noch so ein Zettel. Da. Rebellion. Mutlap-Tentakeln sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben die Tentakel eine heilende Wirkung. Eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Leute, es ist schon wieder Nacht. Also auch in echt Nacht. Und aber ich kann halt einfach nicht aufhören zu spielen. So, was ist das hier? Bei den Drachen zu schmecken. Wehe, wenn das ein Trick ist. Fringo. Das war meiner. Mach gerade. Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Was hast du getan? Perfekte Trick. Genau. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Ja. Rebioso. Ach, jetzt ist es aufgegangen. Okay, hab ich nicht gecheckt. Rebellion. Okay, lol. Das war jetzt der Schatz, okay. Okay, was ist das? Ort alter Magie, da können wir hin. Das hat schon bessere Tage erlebt. Ach, Kacke. Was mache ich da?
Landen ist möglich. Sag mal, was ist eigentlich gerade los? Eine Sekunde zu früh. Meine Güte. Schock des Lebens. Komm, Ringo. Ew. Komme ich nur hoch? Ich weiß es auch nicht. Da ist noch was. Das wäre gelöst. Dann kann ich Madame Kogawas Aufgabe machen. Da oben. Ist das dahin? Ui! Peruanisches Instant-Finsternis-Pulver. Dieses Pulver, das aus Peru stammt, erzeugt in der Luft verstreut eine undurchdringliche Dunkelheit, die den meisten Lichterzeugungszaubern widersteht. Die Aschwinderinnen haben es benutzt, um die umliegenden Gebiete heimlich zu bestehlen. Mir die Augen und ich bring dich trotzdem in Sicherheit. Revelio. Können. Von der Mutter gelernt. Echtes Können. Ich habe Blatt. Ich nutze oft die dunklen Künste. Keine Ahnung, warum es sonst niemand tut. Sie sind groß. Je mehr Gräber ich tue, desto mehr. Oh! Vielleicht sollte ich nachsehen. Du bemühst dich früh. Rare. Trifft es wohl eher, aber du weißt ja, was man sagt. Dunkler Himmel vor dem Sturm. Revelio. Und bald wird der Himmel aufklaren. Merk dir meine Worte. Excelliarmus. Das ist die Schönheit. Revelio.
Ich nehme das hier mal alles mit, ne? Ist ja in Ordnung, denke ich. Eine Erschwinderin. Ihr habt in einen Huhn verwandelt?